Hallo ihr Lieben, die Situation am Futtermittelmarkt hat sich seit Beginn des Ukraine-Krieges stark verändert. Landwirte, die auf den Zukauf von Futtermitteln angewiesen sind, haben mit extremen Preissteigerungen zu kämpfen, insbesondere bei Futtermitteln und Dünger. Heute sind wir bei Agravis, einem der größten Agrarhandelskonzerne in Deutschland, und wollen uns mit den Futtermittelexperten über die aktuelle Marktlage austauschen. Seid gespannt! Ja, hallo Bernd. Hallo Franzi. Ja, schön, dass du mich heute in Münster begrüßt. Ja, du weißt ja, Agravis produziert 3 Millionen Tonnen Mischfutter mit 13 Werken. Ja. Da sind wir mit den aktuellen Ereignissen natürlich mittendrin. Ja, glaube ich. Der Ukraine-Krieg hat den kompletten Rohstoffmarkt auf den Kopf gestellt. Welche Auswirkungen hatte das für euch? Ja, mit Beginn des Kriegs gingen die Rohwarenpreise durch die Decke. Der Weizen war in der Spitze bei 450 Euro an der Matif. Und das hat also schon zu massiven Verwerfungen bei den Rohwarenströmen geführt. Glaube ich. Und wie sieht es aktuell aus mit der Rohstoffverfügbarkeit? Inzwischen kommt wieder Rohware aus der Ukraine über den Landweg, also Schiene und Lkw raus. Aber insgesamt können die Ukrainer ihre Gesamtmenge nicht exportieren. 19 Millionen Tonnen produzieren sie normalerweise für den Weltmarkt. Das sind 10% vom gesamten Export. Und die fehlen natürlich. Also finden sich die Rohwarenströme neu. Okay, das heißt, welche Alternativen gibt es bei der Rohstoffbeschaffung? Wir bedienen uns natürlich bei unseren Genossenschaften und eigenen Häusern, wo wir ja in der Erfassung sehr stark unterwegs sind. Ja. Aber unsere langjährigen Kontakte, die wir letztendlich im gesamten Markt pflegen, führen dazu, dass wir auch international uns versorgen können und somit die Liefersicherheit absolut gegeben ist. Das heißt, ihr seid gut aufgestellt Richtung Rohstoffverknappung, dass ihr das kompensieren könnt? Das können wir kompensieren. Sind wir gut unterwegs? Ja, sehr gut. Ja, jetzt noch ein spannendes Thema, Stichwort Importstopp von Öl aus der Ukraine. Wie beschäftigt ihr euch da in dem Themenbereich? Ganz spannendes Thema, weil wir ja aktuell halt vor der Frage stehen, Öl und Gas, und Russland, ich sag mal, dreht den Hahn zu. Dann stehen wir schon als Mischfutterhersteller vor Fragen, weil wir brauchen heute Gas, um Mischfutter pelletieren zu können. Aber wir haben uns darauf vorbereitet, doch mit deutlich geringeren Mengen auszukommen und auch in der Landwirtschaft, da wo es möglich ist, konsequent dann auch Mehlfutter zu empfehlen, sodass wir sicherstellen können, dass die Landwirtschaft und, ich sag mal, letztendlich alle Tiere konsequent mit Futter versorgt werden können. Ja, Wahnsinn. Ja, das sollte ja auch die erste Prio sein. Ja, vielen Dank für den interessanten Austausch. Gerne. Tschüss. Hallo Michael. Ja, hallo Franzi. Ja, schön dich zu sehen. Ja, herzlich willkommen. Ja, danke. Ja, Kritiker sagen, statt Futtermittel für die Tierhaltung auf den deutschen Ackern zu sehen, sollte man dort lieber Getreide für die Brotherstellung anbauen. Was entgegnest du denen? Ich sag mal Stichwort Teller-Trog-Debatte. Ja, im Faktencheck ist die Teller-Trog-Debatte etwas zu kurz gegriffen. Wir sehen, dass wir für 1 Kilogramm pflanzliche Lebensmittel ungefähr 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse erzeugen. Das heißt, also ein großer Teil an Neben- und Koppelprodukten wie Kleien, wie Trester oder Ölschrote, die so für den Humanbereich gar nicht verfügbar sind. Das ist eine wunderbare Komponente, die wir auch in unsere Schweinemasse noch mit veredeln können zu hochwertigen tierischen Proteinen. Und die andere Geschichte ist auch der Brotweizen, den haben wir in unseren Rezepturen, in unseren Schweinen so gut wie gar nicht verfügbar. Das ist alles im Prinzip Futterweizenbasis. Und von der Seite haben wir hier, denke ich, auch genug Argumente, um in solchen Diskussionen dann auch standzuhalten. Ja, und wie sieht es jetzt bei dem Rohstoff Soja aus? Wie hat der sich in den letzten 10 Jahren entwickelt? Genau, heiß diskutiertes Soja-Thema. Ja, wir sehen, dass wir in den letzten 10 Jahren in unseren Agravis-Mischfutterrezepturen die Sojaverbräuche um 40% senken konnten. Das hat mit Einsatz einheimischer Körnerleguminosen zu tun, aber auch Rapsextraktionsschutt ist eine bedeutende Komponente in unseren Rezepturen. Aber auch zum Beispiel durch eine Proteinabsenkung bei allen 3 Tierarten konnten wir einen sehr guten Beitrag leisten. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ja, schön, dass du da warst, Franzi. Ja, gerne. Ciao. Tschüss. Ja, die angespannte Marktlage bei Getreide auf den Weltmärkten hat sich durch den Ukraine-Krieg weiter verstärkt. Heute waren wir bei Agravis, um aus Sicht des Agrarhandelskonzerns zu sehen, wie sie auf die zunehmenden Herausforderungen reagieren. Dabei wurde deutlich, wie wichtig es ist, in der Kette zusammenzuarbeiten und die Landwirtschaft als wichtigen Teil der Lösung zu berücksichtigen.